Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Ranch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter mit dem Jürgen und Gehhilfe. Ich kann das nicht mehr halten. Also, denn warum lässt ihr den sind ja auch fallen? Krasse 7 Liter drin. Oh, meiner. Ja. Jürgen, ich würde sagen, da muss mal ein bisschen Muskeltraining her, oder? Ich glaube bei 7 Kilo schon? Ich glaube, die Wampe steht da ein bisschen so im Weg. Mann. Ey, wir haben echt noch 4-mal Quark hier drin? Haben wir die gar nicht mitgenommen? Oder hat irgendjemand hier Quark produziert? Ich nicht. Naja. Hey. Eventuell ist da Quark entstanden. Du hast Quark produziert? Ja. Kann nicht mehr. Weil ich schmeck die Kühe jetzt zum zweiten Mal. Ich hab die in der Nacht schon gemolken. Ich kann einfach nicht mehr. Wir haben das letzte Mal noch gesagt, das, was am wenigsten Geld bringt, ist Quark. Was machen wir Quark? Echt? Haben wir das gesagt? Ja. Wow. Er hat sogar noch den Preis für Quark gesagt. Er war nicht... Oh, der war nicht berauschend, ne? Nee. Oh, na gut. Nee, fandst du, der war nicht berauschend? Das Gute ist, es sind ja nur 4-mal Quark. Weißt du, was ich jetzt mit dem Quark mache? Den lege ich jetzt in die Reifekammer und mache Käse draus. So ein Ding ist das. Ich dachte, es doch was Gutes. Da ist das, nee, da ist der Käse, weil der Blauschimmel fehlt. Na, aber da ist der Käse doch schon etwas vorgereift. Nee, der Quark. Ist ja nicht der Käse, ist ja der Quark. So. Na, aber es soll doch Käse werden. Hat jemand den komischen Urlauber gesehen, der bei uns hier war? Nee. Der hat heute Morgen irgendwas von geredet. Strand und Frau und Kinder und ist ja, aber weg. Klar, so sind die immer. So sind die immer. Okay, wir haben hier ein paar Wurstmänner fertig. Wir müssen mal auf jeden Fall reinschauen, was heute im Angebot ist. Am heutigen Tag. So, und meine lieben Zuschauer, ihr kriegt auch eine Aufgabe. Und zwar, ihr schreibt uns nämlich mal ganz fleißig in die Kommentare. Erstens, haut ihr ein Däumchen in die Kommentare. Ja, das ist ganz wichtig. Nicht in die Kommentare, unter das Video. Und ihr schreibt uns mal ganz fleißig in die Kommentare, wie wir es halten sollen. Es kommt nämlich jetzt das neue Update raus. Und neben einmal frei platzierbaren Gebäuden wird es noch ganz viele andere Features geben, die wir euch aber jetzt noch nicht gleich so ganz verraten wollen. Ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall mehr Content, mehr Spielcontent hier kommen. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil wir brauchen auch neuen Content, weil sonst machen wir ja immer die gleichen. Hätte ich fast gesagt. Und ihr schreibt uns bitte. Ja, das war ein Wortspiel. Das war so Brady-like-Wortspiel. So, ich habe übrigens auch noch zwei Schweine. Ihr schreibt uns unbedingt in die Kommentare, meine Lieben, ob wir zum Beginn, also wir werden hier komplett resettet, also es wird alles auf Null gesetzt, und ob wir zum Beginn 1, 2, 3 Stunden live streamen sollen, alle zusammen. Also Physi und Excel noch mit dazu. Und hier quasi schon mal wieder ein bisschen was... Alter, sind die... und schon mal ein bisschen anfangen sollen, was aufzubauen. Oder ob wir rein YouTube-Videotechnisch wieder das Ganze nur machen sollen. Ne? Oder ob wir uns quasi über den Livestream schon mal eine kleine Grundlage schaffen, indem wir halt schon 1, 2, 3 Stunden spielen. Das könnt ihr entscheiden. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, wir haben das sogar schon mal gemacht. Machen wir einfach nochmal. Und sagt mal Bescheid, was ihr gerne hättet. So, ansonsten haben wir noch eine Kuh im Laden, im Dings. Also wenn wir die Kuh, so viel kann ich euch schon mal sagen, wenn wir die Kuh in dieses Gehege tun, wird die nicht dicker. Na, warte nochmal, die braucht ja ein bisschen Zeit. Die Kuh wird nicht dicker. Nee, also wenn, dann muss die täglich wachsen. Und die steht seit 2 oder 3 Tagen in diesem Gehege. Und es ist nichts, gar nichts passiert. Dann wird die auch nicht fett. Ja. So, warte, lass das Schwein doch bitte noch nicht losmachen. Eine Kuh noch hier reinbringen. Komm her. Komm her. Ja, Fridolina. Ja, eine feine. Nee, tatsächlich ist es so, ich glaube, die Kuh können wir da wieder raustun. Kannst du mal hier aufmachen, dass ich die Sau reinbacken kann? So, warte. Komm her, Schweini. Schweini. Komm doch her, du dumme Sau. Boom rein. Ja, auch da vorne wie angewurzelt, oder? Komm her, jetzt komm, spring doch drüber, komm du kleine Steckdose. Ja, ja, wow. Jetzt. Wow, jetzt. Dancing, I'm dancing. Ja, ja, ne, was machst du? Ja, ich mach mal einen Bread Move. Mach da halt mal die Tür zu. Ich mach mal einen Bread Move, Alter. Komm mal nicht hin. Also ich will nicht sagen, aber du bist zu fett. Jetzt. Okay, pass auf, ich muss... Okay, die Schweine sind echt komplett doof. Also das ist der absolute Wahnsinn. Wieso kann man die nicht einfach... Warte.
Wieso kann man die nicht einfach in die Hand nehmen? Oder am Ringelschwanz? Guck doch mal, wie sich das sträubt. Ja, das weiß genau, was ihm droht. Das sind die fetten Schweine da vorne. Seine Schweinsgenossen. Warte mal, das sieht so aus, als wäre die Tür noch. Jetzt. Und das weiß genau, was ihm passiert. Vielleicht hat es auch den Elektroschocker drin gesehen. Meinst du? Weiß ich nicht. Aber mit dem Schweinchen hast du den E-Schocker gesehen. Nein. So, war der? Jetzt, Gehhilfe. Aber jetzt wird's. Wenn die Kuh nicht im Weg stehen würde. Jetzt wird's nichts. Doch, doch. Jetzt kommt's. Jetzt. Komm. Das sag ich auch immer, aber dann wird nichts. Was macht ihn? Warte kurz. So. Pass auf, auf drei rennst du rein. Ich tu jetzt erstmal die Kuh hier raus. Meine, komm, her. So, komm her. So, weißt du was? Wollen wir noch mal gucken, ob du größer bist wie dein Kollege hier. Oder deine Kollegin. Nee, nicht ein Zentimeter bist du größer. Boah. Oh, ein bisschen dicker sieht sie aus, ne? Wo denn? Wo nee, ist weiß denn? Nicht. Welche ist es die denn? Hier. Die hier. Klar sieht die dicker aus. Erzähl ich so Käse. Natürlich. Stell die mal neben die. Ne, guck doch mal, du musst den Bauch angucken. Der Bauch ist ein bisschen geformt da. Das ist doch kein Quatsch. Und Quatsch, wirklich? Der erzählt einen Müll. Du musst dich hinter die Kuh stellen. Ja, ja, mach okay, du das. Ne, das ist wirklich so. Also hier die zwei Kameraden, ne, die sind schon überfällig, würde ich sagen. Oha. Oha. Junge, die können sich kaum drehen in ihrem Stall. Ja, lass mal doch ein bisschen. Die müssen doch reif werden. Hier mal kurz eine Frage. Ja. Hat das irgendeinen Sinn, dass das Benzin hier bei den Hühnern mitsteht? Nee. Okay. Habt ihr alles gemolken? Also ja, sind alle gemolken oder können wir noch mal machen? Nee, ich habe alles gemolken, Milch ist hergestellt, eins ist gerade noch auf dem Herd. Hast du Blauschimmel gemacht? Ja, klar, Blauschimmel überall drin. Sehr gut. Oh. Also ob ich, könnte ich mal in der Nacht in der Speise. Ey, was ist da im Karton drin? Was ist da im Karton drin? Scheiße, er hat's gesehen. Was hat der geholt? Wo ist der? Pack es aus! Gehhilfe! Ich will das hier verstecken, Mann! Gehhilfe, der hat da oben was! Der versteckt was! Ja, ich will hier was! Da oben, da am Fenster! Warte, das haben wir gleich. Da, und was da drin ist? Ja, da ist nichts drin! Da ist nichts drin! Hör auf! Hör auf, in der Waffe auf mich zu ziehen, sonst erfährst du es nie! Ich spreng's in die Luft! Nein, kommt mit hier! So, seid ihr bereit für den Trommelwirbel? Mach mal das Wurstzeug hier weg. Das Ding auch noch? Hast du den wieder geholt? Jetzt halt dich fest, Junge. Bam, Junge! Wow! Automatisch! Das ist der Electrocan, Junge! Der Electrocan Wurstmaker. Los, lass uns was töten! Ja, die zwei dicken Schweine hauen wir jetzt weg. Komm, bring mal die Dings mit. Nee, warte, hol die hier rein. Die Box. Achso. Dann lass sie doch hier reinholen. Was ist los? Wir sind auch schon so ein bisschen komisch, oder? Neue Maschine. Ey, lass mal was töten. Willst du? Ja, lass mal. Nur weil ich hier so eine riesen Gasflasche auf dem Arm habe, wenn ich die Schweine wegnasse. Lass doch die Schweine hier herholen. Da brauchen wir nicht Schweine rennen. So. Naja, dann holst du sie doch hierher, ist ja kein Problem. Warte. Au. Aber erstmal nur eins, komm, erstmal nur eins. Beides ist, das ist zu viel des Guten. Hier kommt's die Geige. Wo sind die denn? Oh! Los, schnell raus! Oh, warte, ich mach auf und mach zu. Jetzt raus. Komm, Diggi, komm! Oh, Alter, Junge, guck in die fette Sau! Komm, Diggas! Der passt ja nicht mal vorne. Oh, Junge! Axel sieht aus. Gehe, sieht aus wie deine Mom von hinten, Junge. Dafür kriegst du nachher eine Kugel. Aber hat die, als deine Mutter letztes rückwärts gelaufen ist, kam da auch so ein Piepton. Piep. Ja? Heißt du Jochen? Ja, nee. Was ist denn los? Könntest du vielleicht deine Waffe kurz nachladen? Warum soll Jochen seine Waffe nachladen? Der erschießt dich, wenn du mich erschießt. Der Jochen soll ja dich erschießen. Komm her. Wie denn? Das passt niemals durch die Tür. Ja, genau. Geh rein ins Haus mit dem Schwein. Die Sauerei drinne oder was? Naja, also dann mach's doch jetzt hier. So, warte hier. Warte, ich leg erst eine Folie hin. Warte. Es ist ein Schwein. Doch. Ich kann gar nicht hingucken. Soll ich ab? Jetzt drück. Oh. Schau da. Oh nein. Warte, ich hol die Kühlbox. Warte kurz, nicht! Oh lol! Können wir beide holen? Ich wollte, bitte lass die Sau doch liegen.
Nicht anfassen, die Sau. Warum willst du es machen? Nicht anfassen. Oh, guck doch mal, das arme Schwein, ey. Guck dir mal die Zähne an, ist schon ein bisschen eklig, ey. Danke. Und sowas Danke. Essen wir. Warte, bitte. Oh! What? The fuck? Oh. Warte mal. Schnell hier alles reinlegen in die Kühlbox. Oh, bitte, Kaya, schnell hier alles rein. Wah, wah. Aber jetzt bin ich ja mal richtig gespannt. Wie, was da rauskommt? Jetzt schnappt das. Na ja, wie das Ding hier funktioniert. Na, reinschmeißen. Warte. Na, warte mal, aber was ist denn mit den Eiern? Die legst du oben drauf. Na, mach mal. Meinst du? Hast du hier schon drin? Ein Fleisch habe ich drin. Ach so, nee, warte mal. Jetzt schalten wir das an, dann hauen wir einfach nur das Fleisch da rein. Entschuldigung. Was denn jetzt? Was denn? Ich hab's aus Versehen angemacht. Nee, ich war das. Jetzt muss das Ei da rast rein. Ach jo, stimmt doch. Warte mal. So, Ei ist drin. Warte mal. Kannst du es gleich nehmen. Ich glaube, wir können da mehr Fleisch reinballern. Warte mal. Ich stimme noch im Prinzip das andere Ding. Ey, das geht alles auf den Boden. Boah, ist alles weggelaufen jetzt. Oh Mann, jetzt haben wir ein Fleisch versaut. Nee, du kannst nur ein Fleisch reintun. Ja. Warte, du springst Fleisch rein. Leiert ihr noch ein bisschen? Haben wir denn nicht da auch den automatischen Press? Jetzt geht das voll automatisch. Was sagst du? Haben wir nicht auch den automatischen Presswurst-Maker eventuell dann uns zum Hull? Nee, weil wir haben kein Geld. Oh. Wir haben nur 277 Geld. Das ist schlecht. Ja. Aber das ist ja voll geil, dass das jetzt elektrisch geht. Junge. Der Electrical Wurst-Machine. Wir sollten vielleicht auch mal anbauen. Kommst rein, Junge, man kann es rausgucken. So, dreh mal ein paar Würstchen hier. Dreh mal ein paar Wurstkringel. Oh nee. Coole Sache, ey. Will ich jetzt auch nur noch automatisch machen. Kringel, Kringel, Kringel. Brauchen mehr Eier. Ich brauche mehr Wurst zum Kringeln. So, warte. Ja, warte. Wurst kommt. Bin noch ein bisschen, Das ist eigentlich mein Spruch früher morgen. Warte mal. Ich brauche mal die Eier. Hier. Was Wurst kommt? Wurst draußen. Das ist eklig. Also da kannst du ja voll als Einbahnbetrieb jetzt machen hier. Du brauchst das bloß noch so eine elektrische... Oh, das habe ich wieder rausgenommen. Aber das ist, da komme ich noch nicht so ganz mit klar. Ich nehme immer die Wurst raus, anstatt den Topf zu nehmen. Das ist echt blöd. Ich brauche aber gut, ist kein Problem. Nachschub zum Wursten. Ja. Fertig gewurstet. Nachschub. Ey, wir brauchen Eier, ne? Ey, jetzt mal ohne Witz, wir haben echt nicht mehr viele Eier. Vielleicht sollen wir einfach noch mal ein paar Hühner kaufen? Das wäre nicht verkehrt, wir haben ja noch den anderen Stall. Genau, und die anderen, die werden ja, ist glaube ich auch so gut wie voll. So viele Kühe. Guck mal, die kannst du reinhängen. Achso, nee. Weil ist leider voll, alles ne? voll, ja. Heiß die Wand an. Der Käse ist schon wieder fertig? Ja, da war vier Käsedinger waren fertig, aber ohne irgendwas drin. Stich ich will nichts sagen, aber wir müssen noch mal zum... Wartet mal. Macht ihr mal weiter hier? Ich will mal ganz kurz nachschauen, was im Angebot ist. Meine Angebot ist heute, ne? 2 halbe Kissen zum Preis von 3. Was? 2 halbe Kissen zum Preis von 3. Und soll ich dir was sagen? Ich weiß immer noch nicht, für was dieser Mast ist, den wir hier draußen gebaut haben. Na, das ist ein Funkmast, damit es Funk besser wird. Ja, hast du schon mal einen Funk benutzt? Nö, aber der Fernseher läuft. Wie packe ich das denn jetzt da rein? Wo rein? Die Wurst, wie mache ich denn jetzt Wurst? Die Wurstbräte. Den Topf nehmen und auf das Wurst, da wo Gehhilfe dreht, drauf. Ja. Den gesamten Topf. Das Ding fährt sich aber auch wie ein Haufen Schmierseife. Junge. So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Warte. Ich kann da nichts reinpacken. Oh, warte. Topf fallen lassen. Den kompletten Topf nehmen, ne? Ja, nicht ja. den Wurstmann. Oh. Ist drin. Oh. Kannst wedeln. Hühnerfrikadelle? Was? Diese Blauschimmel, Alter? Echt jetzt? Schweinefrikadelle! Wir müssen Frikadellen machen! Macht Frikadellen! Okay. Okay, ich gehe Eier holen. Wir brauchen Frikadellen. Haben wir Blauschimmelkäse? Ja, haben wir noch 15, 15, wow. 19 Stück. Nein, fertig. Ja. Zum Verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Sehr geil, die müssen wir unbedingt verkaufen. Gibt einen anderthalbfachen Preis. Okay. Wow, saui. So, also sollen wir jetzt Frikadellen machen, ja? Macht ein paar Frikadellen noch auf jeden Fall. Aber wir müssen jetzt ganz schnell den Käse und die Frikadellen einladen. Ja.
Die Hühner sind ganz schön verkackert, wisst ihr das? Ja, ich mach gleich sauber da drin. Alter. Bin schon dabei. Ja. Wird erstmal Kohle gemacht. Ja, Alter, ich komme hier nicht klar mit dem. Es ist aber auch. Junge, wer hat denn hier die Schlittschuhe unter das Ding gemacht? Also ganz ehrlich. Oh, wer parkt denn dieses komische Teil hier so doof? So. Schnell einladen, los. Aber Eier. Ja, scheiß auf Eier, wir müssen einladen. Blauschimmelkäse muss alles rein. Okay. Was her, das Zeug. Okay. Nein, ich habe ihn noch in der Hand. Und die Wurstmänner. Schweinewurstmänner. Ja. Aber soll man echt, also Hühnerfrikadellen, wie soll man das denn machen, mal ganz ehrlich? Ja, mit Huhn. Mit Hühnerfleisch. Ja, ja, aber, so, aber da musst du die Hühner erstmal übrig haben. Da musst du ja die Hühnerzucht des Todes haben hier. Ja, sollte man vielleicht mal in Betracht ziehen. Vielleicht haben wir auch einfach zu wenig Hühner? Ja, natürlich haben wir zu wenig Hühner. Definitiv zu wenig Hühner. Echt? Ja, klar. Guck dir doch mal an, der Stall ist doch noch nicht mal ausgelastet. Aber sind die Wurstmänner alle durchgereift, die ihr mir hier gebt? Die liegen doch hier draußen an der Seite. Die zwei hier nicht. Die hier hinten nicht, aber die hier vorne schon. So, was ist damit? Das ist eine Rinderwurstmann. Wollen wir nicht, oder was? Doch. Na doch, nehme ich auch mit. Noch was fertig? Die Kringel hier? Ja, nehme ich auch mit. Die fertig sind, nehme ich mit. Oh. Okay, geile Scheiße. Das wird ein Geschäft des Lebens. Oh, wir müssen uns beeilen. Wir brauchen wirklich viel, viel, viel mehr Platz zum Reifen. Ja, 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 deswegen müssen wir brauchen das größere Haus. Ja. Habt ihr denn die ganzen Kringel her? Ach, hier ist ja auch noch Schweinefleisch drin. Ja, wunderbar. Ne, lad ein. So. Hier, warte, den Käse auch noch mitnehmen. Ist zwar nicht viel wert, aber... Nee, den brauchen wir erstmal nicht. Nee? Brauchen wir erstmal nicht. Alles gut, nee. Okay. Oh, jetzt muss ich aber mit beeilen. Jetzt geht's aber... Jetzt gar nicht, ganz Junge. Schnell Jalla machen. Alter, Vater, ey. Ich geh mal gucken. Käse-Ei-Transport. In diesem Sinne, meine lieben Freunde. Vor der Cliffhanger. Schreibt in die Kommentare. Unbedingt in die Kommentare schreiben. Ob wir streamen sollen. Wenn hier der Reset kommt. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Schaut bei Excel und... Wow, Freezy vorbei. Tschüss und ciao. Ciao. Tschüss.